Und es geht weiter mit Super Mario Maker, eure coolen Level. Yeah, Leute, herzlich willkommen zurück. So, heute spielen wir die Level oder das Level erstmal vorrangig von Dappy Dave. Dappy, war nicht letztens im Stream bei Dima nicht auch ein Dappy? Ist das der gleiche? Bist du das? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall danke fürs Schicken des Levels. Dappy Dave, heute bist du dran. Und ihr seht's schon, wir spielen allen Anschein nach ein Unterwasser-Level Don't Move. Ihr kennt diese Don't Move-Level, das heißt nicht bewegen. Oh Gott, ich kann so gut Englisch. Und dann geht das ganze Level von automatisch und so. Von daher, ich bin gespannt. Ich mag diese Level, weil die sind ach sau schwer zu bauen, finde ich. Also ich krieg's nicht so ganz gebacken. Aber hey, wir gucken uns das an und dann bin ich echt gespannt, ob das Ganze cool ist. Also wir bewegen uns einfach mal nicht. Wir gucken einfach mal. So. Oh, wir sind Quatschutsu. Bam. Oh Mann, das ist unter Wasser. Dam, dam, dam. Aber es geht immer alles so schön auf. Das ist so geil. So dumm, dumm. Voll die Kettenreaktion. Ich mag das voll, ey. Dam, bam, bam, dam, dam. Und das war's schon. Ja. Da, ba, da, ba, ba, da, ba, 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 da, ba, ba, da, bam, ba, ba, da, bam. Okay, der wie Dave. Das war ein schönes Level. Was ist erstmal ein Stern geben? So, was kommentieren wir denn hier? So. Einmal ausführen. So. Hab's gleich. Okay, Moment. Das muss ich nochmal korrigieren. Gott, schreiben ist schwer. Noch ein Stempel. Oh Gott, ich habe alles zerstört gerade mit dem Stempel, weil er so groß ist. Oh Gott. Mach es zurück. Oh, man kann zurück machen. Oh, okay. Mach mal keinen Stempel. Sau schlechter Kommentar. Mir fällt aber auch nichts Dummes ein. Von daher. Ich habe geschrieben, man sieht es gleich, Dappy, Momentus, zack. Du kennst den Kommentar ja bestimmt schon. Ich habe nämlich geschrieben, in wunderschönster Schrift, I like don't move, smile, aber unter Wasser so langsam. Und klein geschrieben, muss auch mal machen. So, cool. Eine Bewertung. Ich würde sagen, es war relativ kurz und unter Wasser ist auch nicht so viel passiert. Deswegen, da kann man auch ein bisschen dran feilen. Das Level kann man also noch ausbauen und krassere Dinger reinbauen bestimmt. Deswegen hat Potenzial, aber noch Luft nach oben. Kriegt von mir eine 7. So, beenden. So. Was haben wir denn noch hier im Repertoire? Ich habe mir schon durchgeguckt, du hast nämlich extrem viele Level, aber extrem viele Level. Und die sehen teilweise auch gar nicht so easy aus, muss ich sagen. Zum Beispiel, oh, mein Forsch, mein Arsch tut weh. Okay, okay. So, das ist sehr strange, was hier ist. Das sind alles so kurze Level, wo rumprobiert wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Final, wahrscheinlich. Bowser's Arsch. Ja, ich merke schon, die Namen sind genial. Drollolol. Sollen wir es mal trollen lassen? Tricky. Oh Gott, das sieht sehr fies aus. Ohne Flachserade. Zoo.
Da kann man einfach durchlaufen wahrscheinlich und sich alles schön angucken, okay? Deppis normales Level. Deppis normales Level 2. Easy. Only for Skiller. Ja, locker, Leute. Okay, wir werden jetzt Zeuge, wie ich genial verkacke. Bin mal gespannt, ob ich ein Skiller-Level packe. Oh Gott. Den hätte ich sollte drin lassen. So, was geht denn da oben eigentlich ab? Oh, da geht's sogar rein. What? Das habe ich getan. War das eine gute Idee, das zu machen? Ich habe keine Ahnung. Da sind überall Geister. Das ist ja mal saufies. Ah Gott, nein! Ich hab so schön ausgetrickst, das ganze System mit den Wandsprüngen. Mann. Okay, wir versuchen es mal oben lang. Vielleicht ist hier ja irgendwas cool. Okay, noch. Oh, meine Fresse. Ich glaube, ich. Aber jetzt ist es schon wieder so ein What the fuck-Moment. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Schieß mal so ein Ding. Oder wir machen es einfach so. Gott, was zum Fuck? Geht hier denn ab, Mann? Debbie, ist es dein Ernst? Ist es dein Seriously? Ja? Wir gehen doch lieber wieder da lang. Ich glaube, das war doch ein bisschen humaner noch. Mal gucken, ob wir das Level hier in dem Part schaffen. Da bin ich ja mal gespannt. Mann, da bin ich gespannt, Mann. Das war richtig blöd, Mann. Ja, das war richtig schlecht, Mann. Ich muss mehr timen. Da geht's schon wieder rein. What the? Da kann man überall rein. Man kann also außen, ob man oben oder unten lang geht. Verstehe ich das richtig? Oder... Okay, Moment. Spring! Ich traue dem ganzen Braten. Irgendwie überhaupt nicht. Ich muss jetzt da drüber. Rennen wir mal drüber. Oh Gott, Yogi. Yogi. I found Yogi. Ich wollte eigentlich schon drauf springen. Mann, das war richtig lame. Ich hab ein bisschen Schiss, Mann. Ich bleib hier mal stehen, Mann. Oh, die scheiß Feuerdinger voll vergessen. Nein. Nein. Ich will das Level jetzt schaffen. Ich mein's ernst. Das ist schon machbar. Mann, verdammt. Ich will das Level schaffen. Ja, heute mal wahrscheinlich dann nicht so viel Level zu zeigen, wenn ich hier dann nur das Level hier packen will. Ah, da oben ist auch noch ein Weg, sehe ich gerade. Aber ist egal, Mann. Ich hab's doch geschafft, Mann. Das ist doch voll cool, Mann. Ich renne hier drüber. Und ich hab ein Yogi. Ja, das wollte ich vorhin schon machen. Oh, Mann, da kann man auch mit Yoshi bestimmt. So, warum eigentlich so doof, wenn ich auch mit Yoshi da rein kann? So. Was geht denn jetzt hier ab? Oh, ich hab kann die Stelle hier skippen. Und es führt zu nix. Juhu! Voll gut. Da hat er mich verarscht, Mann. Voll verarscht, Mann. Ich will mit Yoshi. Ich komm mit Yoshi sogar da durch. Ist das nice? Sehr nice. Nein! Wow, darauf kann ich stehen. Das ist schon mal sehr gut. Nein! Ist doch voll fies, Mann! Scheiße, was passiert hier? Was ist? Ich hab Angst. Okay. Was passiert hier, Mann? Ich hab doch keinen Plan. Ich muss da rein wahrscheinlich. Hoffentlich. Ich hab keine Ahnung. Okay, Doinks. Pilz. Oh Gott. Sperr mich bloß. Ich trau dem Braten mal wieder nicht. Nicht, dass ich da drin eingesperrt werde am Schluss. Ich trau dem Spaß hier gerade nicht. Okay, da ist ein Pi. Wow. Leck mich doch fett, Alter. Nein! Schneller! Schneller, 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 schneller! Geister! Das ist so unfair! Verdammt nochmal, was soll das denn? Ich will nimmer. Okay, wir versuchen nochmal den Weg hier. Wenn das nicht klappt, dann. Oh, wenn ich jetzt natürlich so scheiße mache wie. Okay, wir machen es nochmal.
nochmal ein bisschen gechillter. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann ändere ich das Level mal ab. Weil das wird ja sonst hier nix. Aber das Level ist wirklich cool. Ist halt wirklich was für Leute, die eine Herausforderung suchen. Also Leute, falls ihr eine Herausforderung sucht, dann spielt dieses Level. Ah Gott, das ist so, das ist too much, Leute. Das ist einfach too much. Lassen wir das. Aber ich gebe ihm trotzdem mal einen Stern, weil irgendwie hat es doch Stil. Only for Skiller. Ja, okay, ich habe offiziell bewiesen, I'm not a Skiller, I'm a Chiller und so. Aber ist trotzdem cool. So, was hast du noch am Start? Wir wollen uns ja jetzt nicht zu lange hier aufhalten. Mann, ich war schon kurz vorm Ziel. Diese fucking Geister war das letzte Hindernis quasi, was noch kam, oder? Also fast zumindest. Oh, ich war schon fast durch. So was von unfair. Okay, was haben wir noch? Schaffst du das? Okay, noch ein Skiller-Level. Vielleicht packst du das andere. Mal gucken. Schaffst du das? Level? Oh Gott, es ist ein... Ist es... Was zur Hölle? Okay. Strange. Was passiert hier? Ich will das haben. Was ist hier? Nein, geh weg. Ich mein's ernst. Verschwinde. Okay, noch ist alles cool. Noch lebe ich. Oh Gott. Das war... Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das eine dumme Idee war. Ich muss doch da runter, oder? Ich hab keine Ahnung, was... Wo muss ich denn hin? Oh, meine Güte. Das könnte man auch bitte... Das ist so ein Tipp von mir, damit es fair bleibt. Macht da Münzen hin, damit man hier drauf landet oder so. Einfach nur der Fairness halber, weil blinde Sprünge sind immer uncool. Wow. Zabam! Zabam! Ey, cool. Moment. Ich mach das nochmal. Komm her. Komm doch. Zack. Zack. Das ist ja mal nice. Ja! Das macht Spaß. kann man ja mal spielen. Wie oft kann man hochhalten und so. Wow. Aha. Ja, nee, ist klar. Hä? Ah, da geht's lang! Oh mein Gott, ich kann auch so lang. Aber was bringt mir das? Ich bin verwirrt. Official Bean verwirrt. Wo muss ich denn lang? Hä? Kann man auf den Spin jumpen? Nee. Hä? Ich versteh's gerade irgendwie nicht. Kann ich da lang? Ich. Mann, immer diese blinde Sprünge, das ist doch. Nein, geh weg. Ich trau mich irgendwie nicht, da lang zu raisen. Hä? Ah, wie total unfair. Das ist wirklich so ein... Das musst du erst versuchen, abkacken und dann kannst du erst wissen, was du machen musst. Das ist schon ehrlich nicht fair. Ganz ehrlich. Da kann man wirklich ein bisschen fairer sein. Dann bam, bam. Weil man erst ausprobieren muss und dann weiterzukommen, ist halt nicht das beste Level-Design. Nur um halt mal ein bisschen konstruktive Kritik reinzubringen. So, da geht's runter, das weiß ich doch alles noch. So. Dumm. So, der muss aktiviert werden und dann muss dahinter gesprungen werden, okay. Ich bin doch gesprungen. Mann. Ich werde doch irgendwas von diesen verdammten Leveln hier noch abschließen. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, der Part ist vielleicht ein bisschen lame für euch, weil ich immer nur dasselbe Spiel gerade hier. Aber ich will hier durchkommen. Durch irgendwas zumindest. Mann, es gibt's doch nicht. Bam, 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 bam. So. Boom. Boom. Yeah. Was geht's eigentlich? Wo geht's eigentlich hier lang? Mal gucken hier. Oh. Ich kann nicht noch. Ist da lang geht? Okay. Ich gehe mal einen anderen Weg jetzt. Sau fair. Ohne Scheiß, was soll das? Was soll denn das? Das ist so sau unfair.
Mann. Na gut. Aber jetzt könnte ich da auch durchrennen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was es mir bringt. Aber ich könnte. So, die Frage ist jetzt, ob ich jetzt hier kaputt gehe. Oder ob... Ich habe keine Ahnung. Jetzt nimm das Ding doch nicht mehr... Mario, lass es stehen. Ich muss einen Doppelsprung machen, um da hinzukommen. Okay, okay. Got it, got it. Was gibt's hier eigentlich noch? 1000 Wege hier irgendwie. Aber ernsthaft, das führt alles zu ganz komischen Sachen hier. Wo bin ich jetzt gelandet? Oh, ich hasse diese Geisterviecher, die sind so schrecklich. Bowser, ja, nee, ist klar. Warum auch nicht? Klar. Ja, scheiße, leckt mich am Arsch. Soll ich da durchkommen, bitte? Sag mir das mal eine. Ist doch... Was gibt's denn hier noch? Kann ich von hier oben rein? Wäre witzig. Noch mehr Röhren. Okay. Lamp, bam, bam. Okay. Ich will da durch. Wo komme ich da raus? Whee. Ah, hier. Ist quasi ein anderer Weg für hier hin. Okay. Gib mir mal dieses Gerät. Yay. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So, gib mir mal dann. Gib mir mal dann. So. Zack. Nein! Wir wollen einen Dreifachsprung machen oder wie sieht das Ganze hier aus? Kann's doch alles nicht sein. Mann! Das ist doch alles hier. Trolling bei Extreming und so irgendwas. Also Debbie, diese Level hier sind echt anspruchsvoll. Oder ich stelle mich einfach nur saudumm dran. Das kann natürlich auch sein. Aber ich sag einfach mal, die sind schwer. Ich finde die sogar um einiges cooler als dein Don't Touch Level, muss ich sagen. Die hier sind... Das war saudumm. Okay, lassen wir das. Geht trotzdem einen Stern, das Level ist cool. Ich würde sagen, wir spielen noch ein... Irgend so ein kurzes, kleines Level zum Abschluss, damit ich noch irgendein Erfolgserlebnis habe in dem Part vielleicht. Das wäre nice. So, was haben wir? Easy. Hier steht easy. Da muss es auch easy sein, wenn da easy steht. Ich habe jetzt natürlich nicht auf die Abschlussrate geguckt. Also, Deppy Dave, du machst es mir heute echt nicht leicht. Und what the heck? Ja, nee. Ist schon irgendwo klar, ne? Was zur Hölle? Was, warum? 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 Ernsthaft? Hä? Was? Bin ich jetzt gerade zu blöd im Verstehen? Was? Gibt's ja wieder so ein Trick, dass man, wenn man durch die Tür geht und so, dass man dann unbesiegbar ist irgendwie? Nee, dachte, den Trick gibt's vielleicht. Und da gab's doch mal so einen Trick, dass wenn man durch die Tür geht irgendwie und dann Schaden nimmt, dann ist man unverwundbar und vielleicht ist es ja so eine Art von, ich will das nicht spielen. Das macht mich total fertig. Gut, haben wir noch was Schnelles vielleicht? Irgendwas, wo ich mal nicht kaputt gehe? Der Zoo, der sieht aus, als ob er da nicht kaputt gehen könnte. Hat doch eine hohe Abschlussrate. Von daher, komm, ich will noch einmal die Zielfahne sehen in dem Part. Yeah! Und noch Sterne kriegen wir. Guck mal, die sind alle eingesperrt. Schön, guck mal, alle Gegner da, ganz schön. Oh, das ist so ein schönes Level. Das ist Yoshi? Das ist Yoshi! Warum ist da Yoshi? Die machen sich gegenseitig platt da unten, kann das sein? Also ohne Flachserei, die machen sich schon gegenseitig platt da unten. Da sind auch Dinge drin. Da sind auch Bomben drin. Keine Ahnung, ich lasse es einfach mal. Ich hab's geschafft! Ja, ich hab ein Level geschafft! I'm so good. I'm so a great player.
Gut, Leute, das war's dann für heute mit Let's Play Mario Maker, Super Mario Maker, eure krassen Level. Ich würde sagen, wir entfavorisieren den guten Debbie mal. So, sehr nice. Und dann geht's im nächsten Part auch schon weiter mit dem nächsten schönen Kollegen, der mir ein Level geschickt hat. Und ja, auf jeden Fall, hier checkt seine Level ab, falls ihr die cool findet. Auf jeden Fall, ich würde euch sogar wirklich mal ans Herz legen, spielt mal die zwei Level, die ich hier gerade gespielt habe, diese schweren. Hier, One for Skiller, das ist hier, da unten ist die ID, schreibt euch die mal auf. Und das hier, auch die ID. Könnt ihr ja mal versuchen, ob ihr es schafft. Und wenn ihr es schafft, lasst dem guten Kollegen am besten einen Kommentar da, wie cool ihr seid. So Leute, das war's für heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit euren coolen Leveln. Schickt mir weiter Level, by the way, ne? Yeah. Tschaußen!